Nimm drei, diese bescheren dir Blutgefäße wie mit 18 und zwar so geschmeidig. Ja, heute geht es darum, wie wir unseren wichtigsten Teil der Blutgefäße neue Kraft geben, und zwar den Venen. Diese sind deutlich wichtiger als Arterien, denn Venen müssen das sauerstoffarme Blut gegen die Schwerkraft wieder zur Lunge und zum Herzen bringen, ohne den Druck vom Herzen als Hilfe zu haben, wie es ja bei den Arterien der Fall wäre. Doch ohne sauerstoffreiches Blut kommt der Körper aus dem Gleichgewicht und wir verlieren an Leistung und an Konzentration. Und das wollen wir nicht. Deswegen haben wir uns hier alle zusammen versammelt, denn Onkel Patrick hat etwas sehr Verblüffendes für euch hier herausgesucht und gefunden und in Studien dargestellt. Gerne eine positive Bewertung dalassen für meine Arbeit und ihr zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Kennt ihr es, wenn euch schwindelig wird, wenn ihr aufsteht oder das Herz nachschlägt, etwas träge wirkt bei einer schnellen Bewegung oder kurz rast bei einer Bewegung? Das sind unter anderem die Venen, die nicht hundertprozentig funktionieren, wie sie eigentlich sollten, doch wogegen man etwas sehr Einfaches und Wirksames einnehmen kann. Zusätzlich dienen die Venen als Blutspeicher, insbesondere in den Venen der Extremitäten, also wie den Beinen oder den Armen. Bei Bedarf können diese Venen das Blut in den Kreislauf abgeben, um den Bedarf des Körpers wieder zu decken. Funktionieren diese nicht optimal, wie schon gesagt, wird dem Körper schwindelig oder dem Menschen und das Herz schlägt nach oder träge oder der Puls geht hoch, man verliert an Leistung, schnell außer Atem und so weiter. Insgesamt spielen Venen eine entscheidende Rolle im Kreislaufsystem des Körpers, indem sie das Blut zurück zum Herzen transportieren, den Blutdruck regulieren und als Blutspeicher dienen und vor allem auch ganz wichtig, die Organe mit sauerstoffreichem Blut wieder zu versorgen. Ein Symptom sind oft Wasseransammlungen im Gesicht oder auch gerade in den Beinen oder in den Füßen oder Besenreise an den Beinen, ja, denn es kommt auf die Elastizität der Vene an, sowie auch Hämorrhoiden gehen oft damit einher. Habt ihr schon gewusst, wie wichtig wirklich diese Venengesundheit für euch ist? Da mir die Wichtigkeit erst bewusst geworden ist, wo ich vor kurzem recherchiert habe und einige Zuschauer oder deren Familienmitglieder oder deren Bekannte oder einfach Menschen, die sich noch fitter fühlen wollen, Probleme mit dem Blutdruck, Schwindel, Träge, Herzschlag, Müdigkeit, Leistungsverlust, Hämorrhoiden und so weiter haben, dachte ich, zeige ich euch, was dort wirklich laut aktueller Studienlage am besten hilft und habe euch etwas für euch zusammengestellt, auch in der Videobeschreibung, wo alle Stoffe direkt kombiniert sind. Lohnt sich am Ende des Videos mal dort einen Blick hineinzuwerfen. Dass ihr auch davon profitieren könnt, ist wirklich eine Wucht, muss ich wirklich sagen. Die heutige Behandlung besteht vor allem darin, unangenehme Kompressen zu tragen, doch diese wirken deutlich schlechter wie die Stoffe, die ich euch gleich zeigen werde. Das zeigen Studien, das habe ich mir nicht ausgedacht. Die Wirkung bezieht sich auf die Verdünnung des Bluts bzw. die bessere Fließfähigkeit sowie den antioxidativen Schutz der Venen, ja, die Elastizität so wieder bekommen, ja, weil Sauerstoffradikale zerstören ja Zellen. Und es ist quasi so, als ob man Strümpfe anziehen würde, die kaum zu tragen sind vor Schmerzen, weil sie so stramm sitzen. Und so tatsächlich im Vergleich dazu wirken hier die Pflanzen, die ich euch zeigen werde. Es gibt einige Pflanzen, die dort die besten Eigenschaften vorweisen, Studien basiert über Jahre, welche ich ebenfalls seit neuestem in meine tägliche Nahrungsergänzungsmittel mit einbaue. Es ist erstens die Rosskastanie, denn sie hilft mir unter anderem auch länger in der Sauna auszuhalten. Und wer vor kurzem mein Video gesehen hat, weiß, dass ich mehr Nervenregenerationen durch mehr Sauna und länger Saunaaufenthalte genießen kann. Wenn ihr länger in der Sauna aushaltet, regeneriert euch eure Nerven besser. Ja, das habe ich hier vor kurzem auch gezeigt in der Studie. Wie der Kanalname schon sagt, bin ich ein sehr extremer Typ und die Saunaleistung in Werten. Ich bin heute dort angekommen, wo ich nie dachte, wo ich ankommen würde. Wenn man weiß, welche Stoffe die Leistung genau dort optimieren, ist das schon wirklich Wahnsinn, was man da noch rausholen kann aus dem Körper. Jetzt geht's aber los. Die Rosskastanie, auch als gemeine Rosskastanie bekannt, ist ein Baum, ja, der in Europa heimisch ist. Die Rosskastanie wird oft für ihre medizinische Eigenschaften genutzt, insbesondere in der Form von Extrakten aus den Samen, ja, der Rinde, aus der Blüte. Ja. Hier sind einige der bekanntesten Wirkungen der Rosskastanie. Die Rosskastanie wird auch als Venentonikum betitelt. Ja, Rosskastanie-Extrakte werden häufig zur Behandlung von Venenleiden wie Krampfadern, Ödemen, Hämorrhoiden eingesetzt. Die darin enthaltenen Verbindungen, insbesondere Ascin, haben eine gefäßstabilisierende Wirkung und können die Elastizität der Venen verbessern. Diese placebo-kontrollierte, randomisierte, blinde Studie, langer Name, ja, aber das muss sein, ja, mit 240 Menschen zeigt eine erstaunliche Wirkung von nur 100 Milligramm des Hauptwirkstoffes hier aus der Rosskastanie namens Ascin. Die Probanden wurden zufällig aufgeteilt in zwei Gruppen.
Und sie wussten auch nicht, ob sie den Wirkstoff bekommen oder ob sie das Placebo bekommen. Und das ist somit das beste Studiendesign und dann auch mit Menschen, was man überhaupt nur so haben kann. Man sieht hier aber eindeutig, dass das Wasservolumen in den Beinen deutlich abnimmt durch das Rosskastanienextrakt und zwar nach 12 Wochen genauso, als wenn man lästige Kompressen anlegt. Und das ist wirklich unglaublich, seht ihr hier, ja. Schließen die Venenklappen nicht mehr vollständig, wird das Blut nicht mehr vollständig in Richtung Herz transportiert und der Druck in den Beinvenen steigt. Daraus resultierend tritt aus den kleinsten Blutgefäßen, die heißen auch Kapillare, Flüssigkeit ins Gewebe aus, genau genommen unter die Haut, und es sammelt sich Wasser im Gewebe und wir verlieren unsere Leistungsfähigkeit unter anderem auch noch. Es könnte über 50 Milliliter Wasser im Vergleich zur Placebo-Gruppe in der Rosskastanien-Gruppe im Beinvolumen gespart werden und das ist wirklich gigantisch. Das bedeutet, die Venen waren in der Lage, deutlich besser zu schließen und zu arbeiten und nicht das Blut dort verweilen zu lassen, sondern tatsächlich wieder zurück zu transportieren zu der Lunge, wo es wieder neu gefüllt werden kann mit Sauerstoff. Das wurde in The Lancet veröffentlicht, einer der renommiertesten Gesundheitsblätter der Welt. Es gibt noch einen weiteren Stoff, und zwar das Pinienrindenextrakt, dessen Oligomere pro Anthocyanidide variieren von 60-95%. Hier in der Studie waren das das 75%ige Pycnogenol. Diesem Hauptwirkstoff, auch bekannt als OPC, wird eine blutverdünnende Wirkung nachgesagt, was dazu führt, dass die Venen dadurch entlastet werden, weil das Blut ja dementsprechend dünner ist und leichter durch den Körper transportiert werden kann, ja? Und die Klappen auch nicht so arbeiten müssen. In dieser randomisierten, placebo-kontrollierten Studie aus Münster übrigens, in Deutschland, nicht mal eine Stunde von mir entfernt, ja, ging es um die Verbesserung der Anzeichen und Symptomen von chronischer Veneninsuffizienz mit nur 150 Milligramm Pinienrindenextrakt, und zwar aufgepasst. Man sieht zunächst, dass alle Werte, die gemessen wurden, signifikant besser wurden durch das Pinienrindenextrakt. Am besten war die Wirkung in der Kombination mit der Kompresse, aber nur sehr gering viel besser. Ja, das sieht man hier im Vergleich, die Kompresse und Pinienrindenextrakt. Als Beispiel nehmen wir mal das RF, das steht für die Schwellung der Knöchel. Man sieht hier von 3,1 auf 1,6 Pinienrinde und durch die Kompresse wurde es nur von 2,9 auf 2,4 reduziert nach 8 Wochen. Das heißt, die Rinde wirkt hier dreimal so stark wie die Kompresse auf die Venenfunktion. Der Venendestabilitätsscore konnte sich fast halbieren, ja, ganz unten, alleine durch 150 Milligramm Pinienrindenextrakt in der Studie. Doch um die Wirkung besser einordnen zu können, gilt es, randomisierte Menschenstudien, die Pinienrindenextrakt mit anderen Wirkstoffen verglichen haben, die ebenfalls gegen Veneninsuffizienz bzw. gegen Geschwüre an Venen wirken. Ja. Dazu betrachten wir uns diese. Wir sehen hier die Wirkstoffe Diosmin und Hesperidin. Das sind ebenfalls sehr bekannte Wirkstoffe, gibt es auch in der Apotheke und so weiter. Diese stammen ebenfalls aus Pflanzen und gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen. Ja. So, Diosmin und Hesperidin wurden sogar in Kombination gegeben gegen das Pinienrindenextrakt alleine. Wir sehen, dass die Geschwüre in beiden Gruppen sich verkleinern, ja, aber eben noch mehr in der Pinienrindengruppe. Besonders deutlich wird es aber hier an der Schwellung in den Beinen. Dass Pinienrinden deutlich, das Extrakt deutlich überlegen scheint und zwar stark wirkt auf die Venenfunktion, sehen wir hier, ja, im Vergleich zu den anderen beiden Wirkstoffen. Der dritte Stoff ist Weinlaubextrakt. Hier sehen wir eine Menschenstudie, wieder randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert mit knapp 250 Teilnehmern, schon wirklich sehr groß. Die beiden Gruppen wurden zufällig aufgeteilt und wussten wieder nicht, ob sie das Placebo oder das Weinlaub bekamen, das Extrakt. Was wir sehen, ist, dass die Placebo-Gruppe sich nicht wirklich viel unterschied vom Ausgangswert, aber die Weinlaubextraktgruppe deutlich, wie wir hier sehen, in Gramm, ja, Wasser, ja, die nicht mehr in den Gliedern zu finden waren der Probanden und damit ein klares Indiz dafür ist, dass die Venen hier besser arbeiten als zuvor und das absolut eindeutig. Das trägt natürlich dazu bei, dass die Menschen in der Studie sich deutlich besser gefühlt haben und zwar die glücklichen und zufriedenen Menschen haben dementsprechend das auch wiedergegeben. Das sehen wir hier auch, als sie diese Studie dementsprechend und ihr Wohlbefinden darin bewerten sollten, sehen wir das nochmal, ja, sehr deutlich. Das Gute ebenfalls daran, dass es von den Menschen gut vertragen wurde ohne Nebenwirkungen, das ist auch ganz wichtig. Wieder in einer Menschenstudie, randomisiert, doppelblind, Placebo kontrolliert, wurden die Menschen zufällig in Gruppen aufgeteilt und sie wussten wieder nicht, ob sie das Placebo oder 360 oder 720 Milligramm Weinlaubextrakt bekamen. Also noch spannender hier das Studiendesign und noch besser. Wir sehen, dass
in der Placebo-Gruppe tatsächlich nichts wirklich passiert ist, bezogen auf die Venenleistung, aber in der 360, beziehungsweise es wurde sogar schlechter, und an der 360 Milligramm Weinlaub und 720 Milligramm noch deutlicher, ja. So, also hier war die Wirkung sehr deutlich, ja, sehen wir unbestritten, ja, dass das mit das Potenteste ist, was die Venen so quasi sich einverleiben können, wenn man es denn zuführt. Und man sieht auch hier, mehr war tatsächlich auch besser, ja. Und jetzt stellt euch einmal vor, wenn ihr diese drei Stoffe in ein Produkt zusammenführt, das noch unabhängig laborprüft, in Deutschland produziert und das Ganze jetzt in der Videobeschreibung zu finden ist, dann ist das schon wirklich ein Kracher, weil noch zwei weitere Stoffe mit enthalten sind, die ebenfalls super, super potent wirken, würden das Video jetzt aber hier sprengen. Ich nehme davon jeden Tag zwei Kapseln und es hat mir wirklich ganz hervorragende Wirkungen und positive Effekte beschert. Schreibt mir sehr gerne mal, wie ihr euch damit gefühlt habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich auf purazell.de und probiert das sehr gerne mal aus.